Und heute schauen wir uns dazu Summoners War an. Summoners War kennt ihr bestimmt, da gibt es schon einige Werbungen zu bei YouTube vor einiger Zeit. Aber das ist jetzt was Trickiges, nämlich das ist Summoners War. Warte, damit ihr das auch seht. Lost Centuria. Und ja, das ist ein sogenanntes Kryptospiel, beziehungsweise sind die jetzt seit ein paar Wochen auf dem Kryptomarkt, haben ihren eigenen Token rausgebracht, womit man dann quasi Geld verdienen kann. Und genau das gucken wir uns heute an, ob man damit wirklich Geld verdienen kann. Wenn ja, wie viel, ob sich das überhaupt lohnt, ob das Spiel auch spaßig ist. Ich habe es jetzt schon ein bisschen gespielt, also ihr seht hier oben, ich bin schon Level 10, Leute. Ihr könnt mich auch gerne adden, da steht meine ID. Ich weiß nicht, ob das meine Add-ID ist hier oben, aber vielleicht ist das sie. Und ich bin auch schon Diamond 3. Ja, hab bestimmt schon ziemlich häufig gewonnen. Ich kann euch noch mal zeigen, hier mit Diamond 3 bin ich nämlich in den Top 12%. Und ich kann dazu sagen, ich habe noch nie Geld für dieses Spiel ausgegeben. Aber was ist denn das jetzt überhaupt für ein Spiel? Es ist mehr oder weniger ein PvP-Spiel. Auch wenn es hier mit dem Belagerungskampf eine Art Singleplayer-Modus gibt. Und den nutzen wir jetzt auch einmal kurz im normalen Modus, damit ich euch überhaupt zeigen kann, was das für ein Spiel ist. Wir gehen mal in die allererste Mission. Da muss ich nämlich gar nichts machen und gewinne einfach trotzdem. Man hat quasi, wie ihr hier seht, zwei Teams. Ach, guck mal, der Gegner hat sogar nur 6 Monster, weil das so einfach ist. Also eigentlich ist es immer ein 8 gegen 8. Auf der linken Seite seht ihr mein Team, auf der rechten das des Bot-Gegners jetzt. Und seine Teams kann man frei zusammenstellen, die Transformation. Also ich kann hier zum Beispiel auch unten eine andere Transformation auswählen, dann hätte ich andere Monster und andere Kombis etc. Das hier ist meine Standard-Kombi. Und genau, wir gehen jetzt einfach mal in den Kampf rein. Es gibt neben den Monstern auch noch so Magie, die man einsetzen kann. Die sieht der Gegner tatsächlich auch nicht, weil die Monster sieht er vor dem Match, aber welche Magie man hat, nicht. So, dann ist man hier im Game drin und dann bekämpfen sich quasi die Monster hier alle gegenseitig. Und wenn man möchte, dann seht ihr da unten rechts die Mana-Anzeige. Die füllt sich halt immer weiter. Oben links bei den Karten seht ihr, wie viel das kosten würde, eine Fähigkeit einzusetzen. Zum Beispiel hier dieser komische Ariel-Typi. Das würde 4 Mana kosten, habe ich jetzt mal eingesetzt. Und dann greift er da oben den Gegner an und ist ganz toll. Und die haben natürlich alle verschiedene Fähigkeiten. Zum Beispiel die 1 hier, die macht, dass meine Leute mehr Angriff haben und mehr Verteidigung. Das ist richtig toll. Und ich bin jetzt halt wirklich viel zu stark für diese Gegner. Deswegen vernichten die schon alle einfach so, ohne dass ich irgendwas machen muss. So, okay, das war jetzt viel zu schnell. Ich glaube, ihr habt das Spielprinzip mehr oder weniger verstanden. Jedes Monster hat seine eigene Fähigkeit. Und es ist noch ein bisschen taktisch. Denn wenn der Gegner angreift, dann habt ihr das ja auch eben gesehen, dann kann man, wenn man schnell genug ist, kontern, indem man im selben Moment oder beziehungsweise kurz nachdem der Gegner das gemacht hat, seine Karte auswählen. Und dann macht man einen sogenannten Konter. Und dann greift dein Monster nämlich als erstes an. Das ist sehr, sehr wichtig in diesem Spiel. Zeige ich euch aber später, beziehungsweise wir können jetzt einfach mal in den Duellmodus gehen. Weil das ist eigentlich das Hauptaugenmerk von diesem Spiel. Nicht dieser komische Singleplayer-Modus, sondern der Rangkampf. Oh Gott, okay. Das erste Mal, dass ich on camera live einen Rangkampf mache. Mal gucken, ob das gut geht oder nicht. Weil da muss man sich eigentlich schon ein bisschen konzentrieren, weil die Gegner doch nicht so schlecht sind, wie man vielleicht denken mag. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich spiele auf jeden Fall einige Spieler, also es dauert nicht lange, bis man hier ein Match findet. Habt ihr gesehen? 8 Sekunden, easy peasy gegen einen Koreaner, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Und der wird mich garantiert zacken, weil der Level 13er Botzer hat. Ich habe nur ein einziges Level 13er Botzer und das ist dieser komische Erzengel. Toll. Naja, vielleicht haben wir ja trotzdem eine Chance. Eigentlich läuft das immer ganz gut. Oh, guck mal, wir haben zumindest unser Support-Dingsbums hier, dass wir gleich schon mal stärker werden. Und das ist toll. So, meine Taktik ist meistens, dass ich diesen Bären da vorne ein bisschen von den Leben her hinunter bashen lasse. Wir können eigentlich mal angreifen mit unserem komischen Erzengel, weil der heilt auch Leute, wenn er adakiert. Oh nein, unbesiegbar. Aber ich glaube, das macht er weg. Genau, der Erzengel macht das nämlich auch noch weg. Und damit haben wir sein... Warte, nein, das wollte ich gar nicht. Ich habe den falschen gedrückt. Ich wollte den Bären drücken. Weil wenn der Bär jemanden tötet, dann kriegt er wieder Leben dazu. Und wir haben ja auch noch Ari. Heißt nicht Ari, aber die ist so ähnlich wie Ari. Die kann die Buffs vom Gegner klauen und seinen eigenen Leuten quasi geben. Und wir haben jetzt schon einen Vorteil, weil wir seinen komischen Bären vernichtet haben, ohne dass er damit angreifen konnte. Ich vermute, dass wir trotzdem Verlierer werden, weil der einfach ziemlich stark ist. Aber mit ein bisschen Glück wird das ja doch was. So, aber ich merke jetzt schon, ich bin einfach viel schlechter als sonst, weil normalerweise würde ich meinen komischen Panda einsetzen, um zu kontern, dass der Gegner erst gar nicht angreifen kann, weil
Vielleicht kann ich das gleich nochmal zeigen, wenn er irgendwann angreifen will. Hoffentlich kann unser Bär den töten. Nein, guck, er hat gekontert, deswegen hat er jetzt angegriffen, bevor mein Bär angegriffen hat. Aber das macht nur, dass mein Bär mehr Damage macht. Und dann kommt Wukong von oben und vernichtet dich, damit ein... Nein! Ah, oh, fuck. Hätten wir ihn vernichtet, dann wäre da nämlich... Oh, warte, wir klauen ihm mal seine Unbezwingbarkeit. Hätten wir ihn vernichtet, dann wäre da ein kleiner Wukong rausgekommen, ein Wukong-Geist. Und den hätten wir dann nutzen können und er hätte den als erstes angreifen müssen. Das wäre alles ganz toll gewesen. Haben wir leider nicht bekommen. Aber gar kein Problem. Wenn er jetzt das nächste Mal angreift, dann können wir unseren Panda einsetzen. Auf den er gerade irgendeinen Scheiß gemacht hat. Jetzt! Nein, nein, nein! Töte ihn! Und dann können wir ihn nämlich stunnen. Aber er ist immun. Nein, deswegen hat er jetzt mega viel Damage rausgehauen. Ultra uncool. Okay, das sieht gar nicht gut aus. Okay, warte. Wenn er jetzt noch einmal angreift, dann können wir seine hintere Reihe einmal stunnen. Jetzt! Nein, nein, nein! Hör auf anzugreifen! Feuerball! So, alle betäubt. Das ist sehr gut. Okay, die Scheiße ist halt, wir haben unseren Ariel verloren. Ariel, nicht nur sauber, sondern rein. Und das ist in dem Sinne scheiße, weil ich mich jetzt nicht mehr heilen kann. Und das mein allerstärkstes Monster ist. Tja, das ist ein bisschen dumm gelaufen. Ja, ja. Jetzt haben wir Ach ja, es gibt auch Emotes, Leute. Hier, ich kann... Ich kann Ihnen sagen, dass er gut gekämpft hat. Du bist super. Ja, komm. Beende es halt. Ist in Ordnung. War aber abzusehen. Und da habt ihr auch schon die Scheiße an diesem Spiel gesehen. Wenn der Gegner stärkere Monster hat, also wenn die wirklich ein, zwei Level über dein sind im Schnitt, dann hast du eigentlich gar keine Chance. Und deswegen ist das Spiel auch ein bisschen pay to win. Aber wie ich schon gesagt habe, ich habe wirklich noch gar keinen Cent für dieses Spiel ausgegeben und bin halt trotzdem in den Top 12% und ich war auch schon in den Top 1000. Ne, in den Top 10.000 sind das, glaube ich, die Top 10%. Von dem her kommt man schon relativ weit. Man darf allerdings nicht davon ausgehen, dass man in die, keine Ahnung, Top 100 kommt oder so, wenn man gar kein Geld ausgibt. Was mich aber daran hält, dieses Spiel zu spielen, ist tatsächlich, dass es sehr, sehr teuer ist. Hier, wir können ja mal in den Shop gucken, seine Monster aufzuleveln. Erstmal hier gratis Stuff abholen. Nice. Die Starter-Dinger sind jetzt hier nicht so krass, aber wenn man hier mal auf Monster geht, dann seht ihr hier, wenn ich meinen komischen Panda aufwerten möchte, man kann das nur einmal im Leben kaufen vor allem. Also das ist schon mal weniger Pay-to-Win als andere Spiele, wo man einfach unendlich viel Geld ausgeben kann, um immer stärker zu werden. Aber es kostet einfach 65 Euro und du kriegst nur dreimal diese komische Karte. Das ist quasi gar nichts. Hier, ich kann euch das mal zeigen. Dieser Panda. Drei Karten kriegt man für den, ja? Wenn wir hier mal ein Monster gehen und auf den Panda gehen, dann seht ihr schon, unter dem Panda, ich brauche fünf. Fünf dieser Karten, um ihn auf Level 12 zu bringen. Mit jedem Level, wo das voranschreitet, wird das auch immer mehr Karten, die man braucht. Zum Beispiel hier für den Ariel, ich hab den Namen vergessen, hier von diesem Erstanel, da brauche ich zum Beispiel noch 13 weitere, also 15 insgesamt, um ihn aufzuwerten. Da müsste ich dann, wenn ich immer nur drei Karten bekomme, einfach 5x 70 Euro ausgeben, 350 Euro, damit ich den auf Level 14 bringe. Also irgendwann ist da wirklich so ein Cap drin, keine Ahnung. Ja genau, aber das hier sind alle Monster, die es so gibt. Sehr viel erinnert auch an League of Legends oder andere Spiele, das sind halt hier wie zum Beispiel... Der Wukong, wie wir ihn schon gesehen haben, ist halt einfach so ein Affe. Ja, ich weiß, das ist nicht von League of Legends per se, weil das auch irgendwie eine chinesisch weiß ich gar nicht, aber so eine Mythenlegende ist von diesen komischen Menschenaffen. Aber hier auch ein bisschen wie Kale von League of Legends, möchte ich meinen. Oder hier Nasus haben wir auch dabei. Schon witzig. Oder das ist Ari quasi, auch mit ihrem neunschwänzigen Fuchs und ihrer Kugel. Ich weiß, das gibt's halt auch alles in China bei diesen komischen Mythen. Aber ja, hat mich ein bisschen was daran erinnert. Und das sind halt alle Monster, die man so hat. Und mit denen kann man sich halt auch sein achtköpfiges Team zusammenstellen. Sind schon recht viele und mir fehlt halt immer noch ein einziger. Ja, aber die kriegt man auch umsonst. Kann ich euch auch mal zeigen, wo man die bekommt. Und zwar kriegt man für ein Duell, habt ihr vielleicht eben gesehen, so komische Sterne. Und ich habe jetzt nicht genug bekommen, das ist ein bisschen blöd. Dann kann ich gar nichts beschwören. Dann muss ich nochmal kurz ein Duell machen. Ah, guck mal, das sieht doch jetzt schon besser aus. Der hat Level 11er, ein Level 12er, ungefähr auf meinem Niveau. Ja, doch, das sollte machbarer sein. Wir können es auf jeden Fall erstmal buffen. Jo, nein, er hat auch einen Buff. Aber wir haben unsere Ari. Wir klauen ihn seine Buffs. Komm, wir klauen ihn seine Buffs von seinem vordersten Teil. Und dann haben wir auch Beschleunigung. Beschleunigung macht halt, dass man seine Karten schneller bekommt. Ich glaube, dass auch das Mana unten schneller wird. Oh nein, er friert mich ein. Wehe. Okay, aber unser Typ hat Widerstand gehabt. Nice. Einfach weggebätzt. Ich hab dich weggebätzt. Aber der hat wirklich fast das gleiche Team wie wir. Es gibt natürlich auch mehr oder weniger einen... Ich glaube, mein kleiner Bär stirbt. Ja, ist er jetzt schon tot? Das ist sehr sad. Der konnte ich mal angreifen. Dann holen wir uns mal durch unseren Wukong so einen Typ. Es gibt einen Meta natürlich.
Das heißt, einige Leute gehen auf AOE-Schaden oder auf Schaden, der permanent irgendwie immer ankommt. Andere gehen auf Einzeldamage-Schaden, so wie ich zum Beispiel. Ich gehe eher auf einzelne Leute. Und da oben habt ihr unseren Uschengeist gesehen. Der ist sehr nice. Weil... Nein! Hör auf, meinen komischen Pinguin zu töten! Das ist böse! Weil er muss als erstes den Geist angreifen, tatsächlich. Wenn er überhaupt irgendwas angreifen will. Finde ich sehr cool und sehr nett. Setzen wir mal unsere Magie hier ein. Dadurch kriegen wir Beschleunigung und mehr Mana dazu. Und dann können wir unseren Stuff richtig spammen. Hier, bam! Ich sehe nicht, wie viele Leben der hat. Langt das, wenn ich da meinen komischen... Ach, ich greife jetzt sowieso die Forderung an. Und er kriegt Unbesiegbarkeit. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Nehmen wir ihn gleich mal wieder weg mit unserer Ari. Nimm ihm seine Unbesiegbarkeit weg und töte ihn dabei. Und heile alles andere. Ari finde ich richtig cool. Die muss ich auch noch verbessern. Die versuche ich gerade auf Level 12 zu bringen. Das heißt, all meine Karten und sowas, die ich bekomme, wandern in die rein. Aber das dauert halt relativ lange, bis man seine Leute aufleveln kann. Ist der jetzt bitte tot? Das wäre richtig... Nein, er hat ihn geheilt. Mann, das ist voll kacke. Der hat so viele Leben. Ich weiß nicht, kriegen wir den tot mit unserem Affen? Ich glaube fast nicht, aber wenn wir ihn jetzt nicht tot kriegen, na, dann wird er sich richtig groß hochheilen, glaube ich. Ja, er hat ihn sogar getötet. Scheiße! Ich dachte, gegen den hätte ich wenigstens eine Chance. Mann, kaum nehme ich mal auf. Verliere ich die ganze Zeit nur meine schönen Plätze. Hör doch mal auf. Er hat aber auch richtig viel Support, ne? Ich glaube, wenn wir seinen Ariel nicht nur sauber, sondern rein da hinten töten, dann haben wir sehr gute Chancen, dass er uns nichts mehr tun kann. Oh hier, wir machen Blitz, dann sollte der, glaube ich, sterben, wenn wir ein bisschen Glück haben und das... Nein, es geht nicht durch den durch. Okay, dann müssen wir ihn mit unserem Affen töten. Aber er heilt sich nochmal, höchstwahrscheinlich. Oh, scheiße. Langt das bitte lang? Es langt einfach nicht. Okay, Jean, du musst sie töten. Rotkopf, Zylinder, Mega Dugeduk. Ja, okay, da haben wir ihn erwischt. Okay, nice. Ich glaube, jetzt kann er nichts mehr. Wenn wir jetzt noch seine Buffs klauen mit unserer Ari... Wuppa, tschwa, dann kann er, glaube ich, gar nichts mehr. Sein einziger Damage ist jetzt dieser komische Hammerschlag-Typi. Ja, jetzt hat er gar nichts mehr. Kannst du vollkommen vergessen. Du hast verloren. Und damit kann ich sagen, du stirbst. Was? Oh mein... Was war das denn? What the fuck? Habt ihr es gesehen? Meine hintere Reihe hatte volle Leben. Der hat einen Zauber verwendet, wo der Schaden von einem Gegner quasi auf alle aufgespreadet wird und dann seinen Kack da gemacht und dann sind plötzlich alle auf einmal gestorben. Hä? Das fand ich jetzt aber nicht so nett. Einfach zweimal verloren, so eine Scheiße. Egal, wir haben jetzt hier unsere Beschwörungsdinger bekommen und so bekommt man dann auch neue Monster, wenn man hier seine Kisten beschwört. Das ist quasi eine Lootbox, die man auch umsonst bekommt zum Glück. Also man muss kein Geld dafür ausgeben, da kriegt man immer 5 Karten. Und wir kriegen überhaupt nichts Gutes. Doch, der Kettenblitz ist ganz gut, aber davon leider nur eine Karte. Brauche ich einfach 100 von. Ja, aber so kriegt man neue Karten. Und wenn man genug davon aufmacht, dann kriegt man auch immer noch eine extra Karte. Das müsste, glaube ich, irgendein Fertigkeitsstein sein. Die haben auch nochmal extra Fähigkeiten, aber den hatten wir schon. Na gut, nicht so schlimm. Alles klar. So, damit habt ihr dann aber schon mal gesehen, was man quasi in diesem Spiel machen kann. Es gibt noch verschiedene Modi, wie ihr seht. Also es gibt den normalen Kampf, den Erkundungskampf, Spiegelkampf, Weltturnier. Das wechselt auch immer mal durch. Die haben auch alle verschiedene Regeln etc. Falls man noch nicht so stark ist für den Rangkampf, dann kann man halt den Spiegelkampf machen. Da kriegen dann beide dasselbe Team, damit das alles schön gerecht ist. Und Bündnisse gibt es auch noch. Es gibt auch so ein komisches Missionskontor-Dingsbums, wo man seine Monster losschicken kann. Ist allerdings nicht wirklich spannend. Also du holst halt deine Belohnung hier ein und sendest dann alle los. Dann wartest du ein paar Stunden. Und das ist es. Cool, oder? Total. So. Gut, aber das ist erstmal das, was man in diesem Spiel machen kann. Und jetzt wollt ihr natürlich noch wissen, es ist ja ein Kryptospiel. Wo ist denn hier Krypto? Bisher sieht das aus wie ein ganz normales Spiel, Dizzy. Wo verdient man denn jetzt Geld? Und zwar kommt jetzt der Clou. Man kriegt in den Quests, die man täglich machen kann... Habe ich jetzt allerdings keine Zeit zu, weil sonst ist das Video zu lang. Auf jeden Fall, wenn man hier alle Quests gemacht hat, die gehen auch relativ schnell, kriegt man in einer halben Stunde täglich hin, dann kriegt man 1600 magischer Staub. Das erhöht sich, wenn euer Rang in der Rangliste höher ist, dann kriegt ihr auch mehr Staub. Und dieser Staub, der ist wichtig, denn wir können mal gucken, wie viel Staub ich habe im Fertigkeitsdingsbums hier da oben. 22.400 Staub habe ich. Und jetzt müssen wir einmal aus der App raus und einmal in die C2X-Station gehen. Oh, ihr seht da oben meine Adresse. Die muss ich blurren.
Auf jeden Fall ist das eine andere App. Ist übrigens ein Handyspiel, Leute, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ist ein Handyspiel. da geht hier unten auf Convert, Los Centuria, Game Token. Und dann seht ihr da unten schon die Magic Dust. Ich habe 22.400 Magic Dust. Die kann ich jetzt eintauschen gegen LCT. Und LCT ist nämlich schon eine Kryptowährung. Ich würde, wie ihr seht, 31 LCT bekommen. Mit diesen LCT kann ich auch noch nicht viel anfangen. Aber ich kann die LCT zum Beispiel weiter swappen gegen CTX. Das ist noch eine andere Kryptowährung. Warum die das so kompliziert gemacht haben, keine Ahnung, fragt mich nicht. Auf jeden Fall kann ich da dann die eingeben. Ich habe jetzt 39. Dafür würde ich, naja, runden wir auf. Ich hätte 40 LCT und das wären dann so 1,7 CTX. Okay, aber wie viel sind denn jetzt CTX wert, lieber Dizzy? Gute Frage, Leute. Gucken wir doch mal nach auf der Seite unseres Vertrauens. Sie sehen, ein CTX sind 2,19 Dollar wert momentan. Und das, wo Bitcoin gerade oder Krypto allgemein gerade richtig schlecht unterwegs ist. Kann also auch noch mit der Zeit steigen. Und wenn wir dann die 1,8 mal 2,2 Dollar sagen, dann habe ich ganze 4 Dollar verdient. Uah, und das in nur einer Woche. Also reich werdet ihr damit nicht. Aber ich finde es trotzdem ganz cool, dass man mit dem Geld, mit dem Spiel Geld verdienen kann. Und vor allem ist es ja nicht ausgeschlossen, dass diese CTX da irgendwann mal mehr wert werden, wenn ihr sie nicht sofort gegen Geld eintauscht. Und dann sind diese 4 Dollar plötzlich, keine Ahnung, 10 Dollar oder so wert. Wäre das nicht super krass? Nee, also aber das Spiel macht da tatsächlich Spaß. Man kriegt zum Beispiel auch gerade in einem Event dieses blaue Puder. Hier, es gibt ein Bingo-Event. Da kann man Sterne einsammeln. 5 Sterne für einen Sieg. Im Wanked kriegt man so 3 Sterne. Ich habe jetzt halt zweimal verloren, deswegen habe ich nur 2 Sterne bekommen. Aber die könnte man dann zum Beispiel hier im Bingo einsetzen. Für jeden Bingo-Versuch kriegt man 400 dieses magischen Staubs, also am Tag so 1200. Schon mal so. Und beim Bingo, seht ihr hier, kann man auch nochmal ein paar magische Staubele abgreifen. Allgemein gibt es ganz viele Wets. Also wenn man will, dann kann man da bestimmt relativ viel Zeit mit verbringen, alles Mögliche machen zu wollen. Yeah, Tageros habe ich bekommen. Spiele ich nicht, aber ist bestimmt ganz cool. Ja, aber das ist das Spiel. Würde ich es empfehlen. Also mir macht es Spaß. Ich finde es cool, dass man nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen kann, wenn man will. Aber es macht auch ohne diesen Krypto-Kram Spaß. Also ich habe es tatsächlich auch schon davor gespielt. Das haben sie jetzt halt erst seit 2-3 Wochen reingepackt mit diesem Krypto-Kram. Reich wird man nicht. Es macht trotzdem Spaß. Es ist ein bisschen Pay-to-Win. Allerdings kostet das Pay-to-Win so viel, dass es dann den Pay-to-Winner auch viel Geld kostet, also dass es ihn auch irgendwie wehtut, das heißt, er ist halt mega witch. Und deswegen finde ich es nicht so schlimm, dass es ein bisschen pay to win ist. Es macht trotzdem Spaß. Ich habe nicht den Anspruch, in den Top 1000 zu sein. Und yes. Ich habe in Zukunft vor, noch weitere Kryptospiele vorzustellen. Da sind auch welche dabei, die nicht auf dem Handy sind. Obwohl, das Video hat euch trotzdem irgendwie gefallen und hat euch vielleicht ein bisschen informiert. Und dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.